Was Xavier Naidoo in der Musik ist, ist Bülent Ceylan in der Comedy, ein Botschafter für Mannheim. Inzwischen ist er als Comedian bundesweit bekannt, er tritt in den einschlägigen TV-Shows auf und hat mit seinem letzten Soloprogramm Döner for One für einiges Aufsehen in der Szene gesorgt. Ab Samstag ist sein neues Programm zu sehen, Halb getürkt, feiert im Mannheimer Rosengarten Premiere. Der Abend ist ausverkauft, ebenso wie die Gastspiele am 5. November in Weinheim und am 9. November im Mannheimer Kapitol. Wer ihn also sehen möchte, muss an den Rändern der Metropolregion Rhein-Neckar nach ihm suchen, zum Beispiel am 2. November in Bürstadt. Oder noch ein kleiner Tipp, am 10. Dezember steigt im Mannheimer Kapitol die zweite Comedy Night. Da ist Bülent als Gastgeber natürlich mit dabei und er zeigt auch Ausschnitte aus seinem neuen Programm. Jetzt ist er erstmal hier bei uns mit dem Blues vom Harald. Also ich habe Gitarre gelernt, hier, guck. Das ist die Luftgitarre. Super, mit der Gitarre kannst du alles machen. Kannst alles, guck, zack, ohne und oben. So, kannst du hochschmeißen, oh, also, umschalten, hängen geblieben, wieder ohne. Kannst alles machen, kannst alles. Ne, kannst so, so. Super. Manchmal habe ich mehr Spaß als ihr. Super. Ne, jetzt ist super Blues. Und jetzt kommt da der Blues. Ich wach morgens auf, bin scheiße drauf. Spür mein Kreuz und mein Knie, da leg ich mich wieder hin. Es war gestern wieder spät, so hat sich alles gedreht. Mir war schwindlig wie Sau und die anderen waren all blau. Es ist besser, wenn ich mich wieder hinleg, ganz langsam hinleg. Sind sich alles nur besser drin und werd ich dann wieder wach. Du standst an der Theke und wenn ich recht überleg, warst du echt der Renner und würdest mit jedem Bier schädern. Oh, du hast mir gewunken, hast auf mein Deckel getrunken. Bist vor mir auf die Knie, ich sag, so klappt es nie. Ist besser, wenn du dich da hinlegst, Baby, ganz langsam hinlegst. Sind sich alles nur schöne Tränen und werd ich dann wieder wach, ich heb. Oh, und alles, was ich noch sehe von dir, war dein Kopf im Aschebecher neben mir. Nimm Blues vom Harald. Bülent, komm her. Hallo. Grüß dich. Sag mal, den Harald, den wirst du doch jetzt zeitlebens nicht mehr los, oder? Die Figur hast du doch schon beide drauf. Ich glaube, der Harald hat sich schon verselbstständigt. Der macht, was er will. Sag mal, jetzt, nicht mehr Kontrolle. Ich habe in deinen aktuellen Tourneeplan reingeguckt. Du bist unter anderem so in Büdingen, in Mittelhessen, in Bielefeld unterwegs. Verstehen die Leute dich da überhaupt mit dem, was du da zeigst? Also, klein Büdingen, Mittelhessen, das ist ja... Das geht ja noch, aber in Bielefeld, da denkt man, ah, ich bin schon langsam alt. Der Harald, der schafft mich. Nee, also Bielefeld, da spricht man ja schon ziemlich Hochdeutsch. Aber die lachen dann über so Sätze wie, das ist das Beste, das wo es gibt, da gibt es Zwischenapplaus. Hier ist normal. Aber das ist eh nicht, es kommt echt gut an, also wie gesagt. Hast du denn da dein Publikum? Also ja. Als was sehen die dich da? Als Mannheimer Künstler oder einfach als Comedian, den sie jetzt... aus den verschiedenen Sendungen ja kennen, Nightwash oder Quatsch Comedy Club? Also beides. Also Sie wissen, das ist der Mannheimer Comedian irgendwie, weil ich mache ja Mannheim auch zum Thema. Ist jetzt nicht so, weil viele fragen mich ja immer, sag mal Bülent, spielst du da anders oder lässt du den Harald weg? Und, oder den Manfred, der immer so ein bisschen reingedrückt. Und die Chenau, Pumpe Wasser Song.
Das versteht ja nicht jeder und so, aber man erklärt das ja den Leuten, die lachen dann drüber. So nach dem Motto, es muss erstmal ein Türk auf die Bühne, um euch einen deutschen Dialekt beizubringen. Ne? Und dann sind sie konzentriert und sagen, ah ja, ja, wir verstehen alles. Und sie lachen halt auch über das überhaupt, wie wenn jetzt ein Schwarzer, sag ich mal, Black Man einfach Bayerisch spricht. Das sieht ja auch ein bisschen komisch aus. Sag mal, was ist jetzt eigentlich an dem neuen Programm Halb getürkt anders als zum Beispiel an Döner for One? Wie hast du dich da weiterentwickelt? Also, es hat ein bisschen mehr Tiefgang bei der einen oder anderen Figur. Der Harald ist halt so, wie er ist. Der wird nicht anders. Aber die Anneliese, das ist Pelzverkäuferin, die Anneliese ist so von der High Society von Monnem. Ja, kommt aus Heidelberg, aber ist... Und die Anneliese ist so ein Typ, die nach dem Motto, egal wie der Dachs steht, Hauptsache es liegt gut um die Schultern, das Dachsele. Ne, also, dann gibt es noch den finnischen DJ Lasse Hobson. Was machst du mit dem? Der singt, der macht so ein bisschen Warm-up mit den Leuten. Ne? Der kommt gleich am Anfang der Show und nach dem Motto, ah, ist okay, ah, ist okay. Und ja, das hilft auch den Leuten. Dann hast du gleich so ein Warm-up, ne? Machst du ein bisschen Klatschen und dann macht die Leute ein bisschen, noch 3-4 Minuten braucht er nur, um die Leute zu warm zu machen und dann komme ich. Wer hat dich bei dem Programm unterstützt, als du das konzipiert und auch geschrieben hast? Also Gerrit Schieske war mein Regisseur, ein Hamburger Regisseur, ist natürlich ganz klasse, weil er aus Hamburg ist. Der kann mir dann natürlich immer genau sagen, hey, funktioniert, das verstehe ich nicht mehr, das verstehe ich noch. Und der war auch bei RTL Samstagnacht, hat Regie da geführt und Hausmeister Krause und Bali das Musik in Hamburg. Also der ist schon echt wie ein Lottogewinn gewesen, dass der Regie macht. Und dann noch Roland Junghans und Frederik Hormuth sind noch meine Co-Autoren und Volker Heimann. Und wir haben da echt diesmal so dran gesessen, dass das Programm, weil es ist ja auch immer ein Druck, Döner for One, produziere mich nicht, war schon gut. Man will sich ja weiterentwickeln, man will ja irgendwie auch ein bisschen Leuten auch neue Geschichten erzählen. Selbst der Harald, auch wenn man den schon kennt, der muss ja was Neues erzählen. Der kann nicht wieder mit Kartoffelsalat und Pumpe-Wasser-Zong mit Manfred, da muss ja irgendwas was anderes dazukommen. Ja. Und ich glaube, das Programm habe ich schon vor Premieren gehabt, da und dort, so in kleineren Zählen. Und es kam ziemlich gut an. Also, ich bin guter Dinge am Samstag im Rosengarten. Und die Fernsehleute sind auch schon wieder aufmerksam auf das neue Programm geworden? Ja, Nightwash. Ich hatte jetzt Nightwash auf dem WDR, ist ja diese Kultsendung da. Und da hatte ich einen Live-Auftritt. Die machen auch manchmal Live-Auftritte ohne Aufzeichnung. Und da habe ich gleich zwei neue Nummern, also eine Harald-Nummer und eine andere Stand-Up-Nummer gezeigt vom neuen Programm. Und die wollten jetzt beide Nummern haben, gleich für die Aufzeichnung. Super. Und also es sieht alles ganz gut aus, auch bei Volle Kanne, ZDF, es kommt immer wieder was. Und das hat eins im Bewegte Männer am 25. November. Okay. Hier, Vogelstong. Alles klasse. Bülent, herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast einen proppevollen Terminkalender im Moment, umso mehr habe ich mich gefreut. Ja, danke, dass ich hier war. Ja, super. Und viel Glück mit dem neuen Programm. Danke. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück in unserem Programm.